Der Black Nana war eine der krassesten Tabaksorten in der Geschichte meiner Shisha-Raucher-Karriere. Dann habe ich sehr viel Dark Blend geraucht, immer weniger Virginia und jetzt gibt es den Black Nana auch als Dark Blend, was für mich als Dark Blend-Liebhaber und als Traube-Minze-Liebhaber, aber bis jetzt nicht als Dark Blend-Traube-Minze-Liebhaber, was sehr, sehr geiles sein könnte. Seit heute ist er draußen, wir gucken ihn uns direkt an. Ich laber nicht weiter rum, ich zeige euch den Kopfbau und dann gucken wir uns an, ob das Ding was taugt. So Leute, erstmal der Kopfbau. Dark Nana. Dark Blend Black Nana. Ihr wisst ja, dass ich früher extrem gerne Black Nana geraucht habe. Dann gab es leider TPD und Co. Und seitdem habe ich eigentlich so gut wie gar kein Black Nana mehr geraucht. Jetzt kommt aber hier die Dark Blend Variante davon. Und da bin ich doch mal sehr gespannt, wie die so sein wird. Und ich würde sagen, ja, wir nehmen uns hier einen passenden schwarzen Kopf zu unserer Pfeife. Und wie immer rühren wir erstmal um, bauen uns dann schnell ein Köpfchen und dann kommen wir mal wieder zum Rauchen. Weil Kopfbau müssen wir leider vorher erledigen. Aber eigentlich will, glaube ich, jeder wissen, wie das Zeug schmeckt. Schnitt ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr fein. Wir haben sehr wenig Ästchen. Feuchtigkeit würde ich sagen, ist relativ gut. Also wir haben keine überschüssige Molasse am Dosenboden. Der Tabak ist feucht genug, aber auch nicht übertrieben feucht. Also eigentlich vom Schnitt, von der Feuchtigkeit her, erstmal sehr, sehr vielversprechend. Vom Schnitt her würde ich auf jeden Fall sagen, dass das nicht so geil für eine Killer Bowl oder für einen Mehrlochkopf wird. Ich würde euch sowieso nicht empfehlen, einen Dark Blend in einem Mehrlochkopf zu rauchen. Also in so einem klassischen Tonkopf zumindest nicht. Killer Bowl kann man natürlich machen, aber ich weiß nicht, wie geil das ist mit dem Black Nana, da der hier so, mit dem Dark Nana, Entschuldigung, da der eben so unglaublich fein geschnitten ist, könnt ihr euch das direkt in die Löcher flitzen und dann habt ihr keinen Durchzug mehr und dann ist scheiße. So, ich verteile erstmal, was ich jetzt schon reingepackt habe und dann gucken wir mal, wie das Köpfchen aussieht. Einfach hier außen ein bisschen frei machen, gucken, dass innen nichts zu nah am Funnelloch liegt. Ich werde das Ganze so ungefähr auf einen Noppenkontakt bauen. Das kommt hier eigentlich schon ganz gut hin. Mal so rum weitermachen. So, und das sieht doch soweit schon mal gut aus. Schnappen wir uns noch einen Zeber und machen den Rand sauber und unsere Gabel. So, hier noch einmal über den Rand gehen und dann war es das schon. Fertig ist unser Köpfchen. Kurz und schmerzlos. So sieht das Ganze jetzt aus. Ne, ihr seht, sehr, sehr feiner Schnitt. Ist feucht, aber auf jeden Fall nicht, also jetzt kein Master von der Feuchtigkeit oder so. Ne, es geht auf jeden Fall voll klar. So ungefähr randhoch habe ich das Ganze gebaut. Knapp drunter vielleicht. Ja, Kohle an. Und dann gucken wir uns mal an, was der Dark Nana kann. Ja, den Kopfbau habt ihr gesehen und mein Köpfchen läuft auch mittlerweile. Das Setup ist die Alpha Hooker Model X im Stratos Design auf der Drop Spikes Black von Caesar. Das ist die Bowl. Oben drauf haben wir den Oblaco Dusha M in der schwarzen Variante. Da drauf der Kalaut 1 plus Niris. Drei Kohlen und drinne ist natürlich der Dark Nana. Ich habe es ja eben schon ein bisschen angeteasert. Früher, als ich das erste Mal eine Dose Black Nana gekauft habe, sie aufgemacht habe und entsetzt war von dem fürchterlichen Dieselgeruch, der da rauskam und ihn dann geraucht habe und diese vollmundige, unglaublich süße, geisteskrank nice Traube hatte, das war für mich in der Geschichte meines Shisha-Rauchens vielleicht die beeindruckendste Sorte, die ich jemals geraucht habe. Leider hat Black Nana für mich über die Zeit abgebaut und spätestens mit dem Todesstoß TPD war die Sorte für mich dann Geschichte. Es gab zwar noch eine gewisse Zeit lang den Shoot Me und man kriegt den auch hier und da immer noch, aber das war für mich irgendwie niemals ein richtiger Ersatz für meinen geliebten Black Nana. Und deswegen bin ich auch irgendwann auf den Holster Grape 2 umgestiegen, weil der mit dem Shot mir wieder einen richtigen Traube- und Minze-Tabak geben konnte. Was mir aber bis jetzt niemand geben konnte, war ein geiler Traube-Minze auf einem Dark Blend. Und ich rauche sehr gerne und sehr oft Dark Blend und bei Virginia fehlt mir da mittlerweile auch sehr oft einfach der Kick. Und deswegen bin ich sehr gespannt, ob der Dark Nana, der Black Nana auf Dark Blend Basis, mir da vielleicht was geben kann, was ich schon eine ganze Zeit lang vermisse. Genug in der Vergangenheit herumgeträumt, wir kommen wieder in die Gegenwart. Ich nehme mal ein paar Züge, zeige euch die Rauchentwicklung, dann Geruch und dann das Wichtigste, der Geschmack. Ich glaube, es kann auch mittlerweile die dritte Kohle runter. Erstmal, was mir direkt auffällt, Rauchentwicklung ist auf jeden Fall gut. Also beim Rauch müssen wir nichts vermissen, da ist alles wunderbar. Aber man merkt direkt im Gegensatz zu einem Virginia-Tabak ein kleines Kitzeln, ein klein bisschen Druck im Hals, wo alle Darkblend-Raucher direkt wissen, was ich gerade meine. Für alle, die sich's nicht vorstellen können, Darkblend ist einfach ein bisschen stärker und das merkt man auch schon, während man an der Pfeife zieht und nicht nur vom Nikotin-Level im Nachhinein. Soweit ist das auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut, weil wie gesagt, das hat mir so ein bisschen bei den ganzen Virginia-Traube-Minzesorten, die wir bis jetzt hatten, gefehlt. Und das finde ich sehr gut. Also Dark Blend Liebhaber werden auf jeden Fall hier einen relativ potenten Dark Blend bekommen.
Vom Nikotin her kann ich sagen, ich hatte gerade noch zum Mittag gegessen und ich merke jetzt schon, dass ich einen Kopf rauche. Ich würde sagen, das ist ungefähr auf einer Skala mit so einem Must-Have, den man ein bisschen auf Kontakt raucht. Also der kann schon was, aber ist jetzt auch nicht zu krass. Eine Sache, die ich ganz klar noch dazu sagen möchte, es ist natürlich wieder ein Traube- und Cooling-Tabak und kein Traube und Minze. Wir haben hier kein Shot-System, das heißt, es kann keine echte Minze und es kann kein echtes Menthol dran sein. Wir brauchen hier eine Cooling-Lösung und die hat mir halt in der Vergangenheit bei Nameless nicht so gefallen. Wir riechen mal am Tabak und ich beschreibe euch mal, was ich da so rausriechen kann. Also dieser krasse Dieselgeruch, den man früher beim Black Nana hatte, ist nicht so krass da. Man riecht auf jeden Fall eine süße und auch sehr lecker wirkende Traube. Minze, wie gesagt, nein. Menthol, ebenfalls nein. Aber wir haben so eine leichte kühle Note am Start. Also da wird mit Sicherheit wieder mit einem Cooling gearbeitet. Für mich persönlich wäre ja besonders interessant, wenn es den Dark Nana mal als Shoot Me Edition geben würde. Abgesehen davon, keinerlei Überraschung, wir riechen eine süße schwarze Traube, wir riechen eine Cooling-Note, also eigentlich genau wie ich es erwartet habe. So, für den Geschmack nehme ich erstmal noch einen Zug. Und dann muss man, glaube ich, so ein kleines bisschen differenzieren. Der Tabak hat für mich auf jeden Fall einen Einsatzzweck. Wenn ich mal Lust habe auf ein Traube-Minze, aber ich wirklich nicht auf Dark Blend verzichten will, dann könnte ich mir vorstellen, in Zukunft immer mal wieder zu dem Dark Nana zu greifen. Aber wenn es mir wirklich um die klassische Traube-Minze-Experience geht, dann ist für mich immer noch der Grape 2 mit dem Minzshot eine ganze Ecke vorne. Da haben wir eine wirkliche Minze am Start, wir haben eine schöne Traube am Start und das passt mir da ehrlich gesagt besser. Anders ausgedrückt, würde es einen Holster Dark Blend Grape 2 mit Minzshot geben, würde ich wahrscheinlich lieber diesen rauchen. Aber den gibt es nun mal nicht oder noch nicht. Holster hat ja angekündigt, dass sie auch Dark Blend machen wollen. Noch ist er leider nicht da. Und dann kann ich getrost sagen, wenn ich mal Lust habe auf einen Dark Blend und ich unbedingt eine Traube Minze rauchen will, dann ist der Dark Nana auf jeden Fall eine nette Option. Aber nicht der beste Traubeminze auf dem Markt. Dafür aber so ziemlich der einzige Dark Blend Traubeminze. Das war mein kleiner Ersteindruck vom Dark Nana. Ich hoffe, das konnte dem einen oder anderen weiterhelfen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Guckt euch gerne noch die weiteren SWG-Videos an und dann bis zum nächsten Mal.